Herzlich willkommen zu Tag 3 der Bewusstseinswoche Essstörung 2018. Ich freue mich sehr, heute ein wundervolles Interview mit Shirley Hartlage von Waage e.V. in Hamburg mit dir zu teilen. Shirley und ich haben uns zum ersten Mal persönlich in Hamburg kennengelernt bei einem Filmdreh, der jetzt Mitte des Jahres rauskommt. Darüber gibt es auch auf jeden Fall noch mehr auf meinem Kanal. Doch heute gibt es erstmal ein Interview, in dem es darum geht, was du überhaupt machen kannst, wenn du bemerkst, dass du eine Essstörung hast. Herzlich willkommen, liebe Shirley Hartlage von Waage e.V. in Hamburg. Ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast Soul Food Journey mit dabei bist und den Hörerinnen und Hörern von Soul Food Journey einen Einblick in eine Beratungsstelle, wie ihr eine seid in Hamburg, geben kannst und geben möchtest und da einfach mal drüber erzählst in unserem Interview jetzt gleich. Herzlich willkommen. Hallo aus Hamburg. Ja, moin moin, ne? Moin moin, genau. So sagt man hier. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass wir das trotz meiner verpassten Bahn letzte Woche in Hamburg geschafft haben, einen Termin direkt danach jetzt zu finden. Denn ich finde es unheimlich wichtig und wollte es auch nicht länger aufschieben, da mich wirklich regelmäßig, würde ich mittlerweile sagen, Nachrichten erreichen mit Fragen über, wo kann ich hingehen, wie läuft das ab, wo kann ich anrufen oder hast du irgendwelche Seiten, irgendwelche Links? Und dann dachte ich mir, Mensch, so eine Podcast-Folge mit einer Beratungsstelle direkt wäre einfach der Hammer, um da Aufklärung zu schaffen. Und dann kann ich zukünftig beispielsweise auch immer diesen Podcast erwähnen und die Folge teilen, damit die das Gespräch dann anhören können, um sich von dir durch das Gespräch aufklären zu lassen. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass wir das heute machen. Ja, super. Ich versuche einfach mal ganz viele Fragen zu beantworten, weil das ist ja auch eine der wichtigsten Fragen immer, was macht überhaupt so eine Beratungsstelle? Und das ist ja auch gut zu wissen, was bieten die an, was bieten die vielleicht auch nicht an. Man kann natürlich viel im Internet auch recherchieren und so. Und trotzdem ist es aber auch gut, sich ja überhaupt beim Thema Essstörung in professionelle Hilfe zu begeben. Und meistens sind Beratungsstellen die ersten, zu denen Kontakt aufgenommen wird. Genau. Ja. Du hast schon gesagt, das ist so die erste Stelle, zu der oftmals Kontakt aufgenommen wird. Wie kann sich das denn jetzt jemand vorstellen, der beispielsweise noch nie in einer Beratungsstelle war und auch noch gar nicht unbedingt darüber nachgedacht hat, sich an eine zu wenden? Wo finde ich denn Beratungsstellen oder wie finde ich Beratungsstellen, die jetzt in meiner Nähe sind oder die in meinem Umkreis sind und wie ich die kontaktieren kann? Okay, also es gibt da ganz unterschiedliche Wege. Manchmal ist es ganz einfach im Internet, mach mal Werbung für Google gerade, einzugeben, Beratungsstelle Hamburg oder Beratungsstelle Berlin oder Beratungsstelle oder Beratung Essstörung München oder Frankfurt. Stadt einzugeben und Essstörung und dann findet man meistens schon sehr schnell auch erste Hilfsangebote, weil die Beratungsstellen auch mittlerweile schon seit etlichen Jahren auch daran interessiert sind, auch im Internet gefunden zu werden, weil das ist oft was, wo viele User unterwegs sind, die sich erstmal informieren, habe ich überhaupt eine Essstörung oder nicht. Es gibt auch so eine Seite von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wo man auch klicken kann, oder Hungrig Online, wo es auch darum geht, die Postleitzahl einzugeben und zu schauen, wo kriege ich überhaupt Hilfe, auch persönliche Hilfe, aber auch vielleicht erstmal Online-Hilfe, wenn ich betroffen bin oder Angehörige bin oder eine Fachfrau bin oder ein Fachmann und möchte was zu dem Thema erfahren. Also im Internet findet man sehr, sehr viel und bei uns ist es zum Beispiel so, wenn man eingibt essstörung-onlineberatung.de, kommt man auf unsere Waage-Online-Seite. Das ist ganz neu seit diesem Jahr, dass wir das geöffnet haben für Betroffene und Angehörige. Mhm. Vorher war das ein Portal bundesweit nur für Angehörige. Jetzt haben wir das geöffnet, weil wir auch ganz viele Anfragen von Betroffenen auch bekommen, bundesweit in sogenannten Gebieten, wo keine Hilfe ist, also nicht vor Ort, wo ich nicht einfach so hingehen kann und irgendwo klingeln kann und in so eine Beratungsstelle gehen kann, sondern wo vielleicht auch gar nichts ist, auf dem platten Land oder so.
Ja. Also, ich habe gesagt, das ist so wichtig, im Internet präsent zu sein. Und da zum Beispiel ist es so, man kann das über unsere Internetseite waage.de, aber auch über essstörung-online.de kommt man rein und sieht, aha, das macht also alles Waage. Dazu kann ich ja gleich noch was erzählen. Ja, die gucken, wie komme ich denn überhaupt an den Kontakt, was machen die? Und dann schreiben die uns meistens eine Mail. Ich habe euch gefunden im Internet und ich würde ganz gerne mal wissen, wie das bei euch abläuft, so eine Beratung. Und dann schreiben wir zurück, auch relativ zeitnah. Wir haben immer so einen Standard, dass wir innerhalb von 3 Tagen auf jeden Fall auch antworten. Ah, cool. Auch keine blöden. Ja, und es gibt auch keine blöden Fragen. Viele fragen auch, hallo, ich bin schon 58, ich bin schon viel älter und eigentlich sind das ja eher die Jüngeren, die eine Essstörung haben. Darf ich mir überhaupt Hilfe suchen? Wo wir dann natürlich sagen, ja klar, also unsere älteste Klientin ist 84, also Essstörungen hören manchmal leider nicht auf oder kommen auch wieder oder ein Partner, der fragt, Mensch, meine Frau, ich glaube, der geht's nicht gut, ich vermute, dass sie vielleicht eine Essstörung hat, woran erkenne ich das, wie kann ich die ansprechen, so, also ne, die erste Eintrittskarte ist meistens übers Internet oder vorwiegend, also es ist immer mehr geworden in den letzten Jahren. Das glaube ich. Weil es auch so leicht ist, einfach mal zu schreiben. Und das ist auch so toll, weil man kann wir haben richtig so ein Portal, wo man auch mit SSL-Verschlüsselung, also auch mit einem sicheren System schreiben kann, auch länger Kontakt halten kann. Man kann sich anonym anmelden. Und das ist ja gerade das Tolle bei Essstörungen, dass man auch anonyme Hilfe finden kann. Ja, absolut. Gerade am Anfang, ne? Also gerade, wenn ich mir vorstelle, boah, das war jetzt der erste Schritt nach draußen für den Betroffenen oder für die Betroffene, dann ist ja Anonymität noch, spielt ja da noch eine ganz große Rolle am Anfang. Ja, und das Schamgefühl und die Ängste sind ja auch sehr hoch. Und ich bin, ne, viele dann auch, die dann sagen, ja, aber ich traue mich auch gar nicht richtig raus und nachher versteht mich keiner oder so. Und da sind wir da und sagen, wir sind für alle, die da die Fragen rund um das Thema haben. Und manchmal kommen ganz kurze Fragen, die sagen, hallo, ich suche eine Therapeutin oder eine Ärztin. Oder aber auch, wie spreche ich meine Tochter an? So, wie kann ich das machen? Oder auch ganz lange Briefe, die uns dann erreichen, weil einfach mal was von der Seele geschrieben wird. Ja. Und dann geht's darum, dass wir sortieren und gucken, okay, was für Fragen hat die Ratsuchende? Und dann schreiben wir uns manchmal auch hin und her. Und es ist wirklich sehr, sehr häufig, dass wenn die Klientin zum Beispiel oder die Ratsuchenden in Hamburg leben, dass die sozusagen, dass ich die auch einlade, direkt in die persönliche Beratung zu kommen. Okay, also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall immer. Ja, genau. Okay. Die Möglichkeit besteht. Und wenn es zum Beispiel so ist, dass die Ratsuchende sagt, ich komme aus München oder aus Frankfurt oder aus Berlin, dann kann ich sagen, super, da gibt es eine Beratungsstelle, dick und dünn, die arbeiten wie wir in Berlin oder Frankfurt, Frankfurter Zentrum oder Anhalt in München. Ja. Ne, also wir sind da auch sehr vernetzt, das macht uns ja auch aus. Hier in Hamburg muss man trotzdem wissen, aha, wo gibt's Angebote? Auch in zum Beispiel auch in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen oder sowas. Das, und wir wissen einfach und machen da auch Kontakte und sagen, hier, das ist eine Adresse, da können Sie sich hinwenden. Ja, das ist, ja allein schon Gold wert. Ne? Allein wenn ich eine persönliche Empfehlung beziehungsweise Weiterleitung zu einer Stelle bekomme, die dann bei mir in der Nähe ist, weil ich sie vielleicht selber auf Anhieb dann nicht gefunden habe oder ähnliches. Allein deswegen ist es ja schon so gut, doch in einen Kontakt zu treten mit einer Beratungsstelle, um da, weil du halt in jeder Form oder in jeglicher Art und Weise auf jeden Fall eine Unterstützung bekommst. Ja, und vor allen Dingen, Kira, das Tolle ist, eine Beratungsstelle ist sehr niedrigschwellig. Die arbeiten sehr niedrigschwellig. Das heißt, das gilt für die anderen Beratungsstellen mit Sicherheit auch. Es ist, man kriegt einen schnellen Termin. Oftmals gibt es so offene Sprechzeiten. Dazu kann ich ja gleich nochmal was sagen zu unseren anderen Angeboten neben der Online-Beratung. Aber und vor allen Dingen, wir können kostenfrei beraten und wir stehen unter Schweigepflicht. Das heißt, ich habe das ganz häufig auch, dass Frauen sagen, oh, und ich kann mir das nicht leisten, in so eine Beratung zu gehen. Und dann ist es total erleichternd auch zu sagen, bei uns kostet die Beratung nichts und sie brauchen auch keine Krankenkassenkarte, sondern sie können einfach einen Termin vereinbaren
und dann können Sie hier Beratung finden. Und Sie können mehrmals kommen und nicht nur einmal. So, ne? Ja. Das ist wirklich auch toll, weil das macht es einfach, sich Hilfe zu suchen. Ja, ich meine, die Schwelle ist halt so schön niedrig, ne? Und gerade so am Beginn ist es einfach so wichtig, dass die Schwelle so niedrig ist, denke ich. Auch wenn es ja trotzdem viele gibt, die dennoch im Verborgenen leben, ist es auf jeden Fall, also ist der erste Schritt wird somit ja leicht, oder was heißt leicht, aber er wird erleichtert durch diese Niedrigschwelligkeit der Beratungsstelle. Und das ist eben ein sehr vielseitiges, und du hast es auch eben schon angedeutet, ein sehr vielseitiges Angebot an verschiedenen Möglichkeiten, sodass auch irgendwo jeder etwas für sich oder genau das, was er jetzt gerade braucht, finden könnte, weil es eben nicht nur online ist oder nicht nur vor Ort Beratung, sondern dass da ganz viele Möglichkeiten bestehen. Ja, und wir als, du hast ja auch gesagt, wir sind eine Beratungsstelle, das sind wir einerseits auch, aber wir sind eigentlich mehr, wir sind ein Fachzentrum. Wir haben Anfang 1990, uns gibt es ja schon total lange in Hamburg. Ja, auch. Voll cool, ja. Genau, und das ist so, und das Tolle ist, wir können nur zum Thema Essstörung arbeiten. Und zwar von der Betroffenen bis über Angehörige, aber auch die Fachkraft und so weiter können wir beraten und Fortbildung geben. Das heißt, die Angebotspalette ist total groß und wir kriegen einfach auch mit was für Themen sind die unterschiedlichen Ratsuchenden auch so unterwegs. Und das bündeln wir dann wieder und da kriegen wir einfach auch mit, aha, was ist so auch, wo sind Bedarfe, wo braucht es Informationen, und da sind wir einfach auch auf dem neuesten Stand, und deswegen sind wir mittlerweile zu einem Fachzentrum für Essstörungen auch geworden. Ja, ich glaube, es wird ja auch dieser Vielfalt, also ich glaube, das beschreibt es auch total gut, was ihr macht und was in euch auch gebündelt angeboten wird an einem Ort, sowie offline als auch online. Wie ist das denn, wenn jetzt jemand, angenommen, es kommt jemand in eine Beratung oder kommt in eine Online-Beratung oder meldet sich dort? Gibt es da irgendein, sagen wir mal, Stundenlimit, wie oft kann ich in eine Beratungsstunde kommen? Oder gibt es da ein Zeitpensum, wie oft kann ich mich online melden? Oder ist es wirklich komplett offen, wie oft ich komme, wie oft ich mich melde, wie oft ich schreibe? Oder wie ist das gedacht von euch aus? Also es ist ja so, wir haben schon auch einen Standard, dass wir sagen, online ist es, kann man es offen machen, kann man sagen, okay, Sie können auch immer wieder schreiben, und wir Beraterinnen gucken dann auch, wie intensiv wird es dann auch und wo sagen wir aber auch, oh, hier ist aber auch ein therapeutisches Angebot oder eine persönliche Beratung viel angebrachter, weil Online-Beratung ist nur begrenzt nützlich. Nicht immer ist eine Online-Beratung das Maß, das ist oftmals ein Anfang oder auch in der Mitte eine Stütze, um Fragen zu stellen, Kontakt zu halten. Aber oftmals geht's dann weiter und es müssen nächste Schritte auch gemacht werden. Das ist das eine. Wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, hallo, ich hätte gerne ein Beratungsgespräch, dann machen wir entweder einen festen Termin aus, der geht bis zu einer Stunde, ist ein Beratungsgespräch lang, es ist ein Vier-Augen-Gespräch. Wir haben ja auch ganz schicke Räume, die kennst du ja auch. Und es ist einfach, wir gucken erstmal, was braucht diejenige oder derjenige. Und dann schauen wir im Laufe der Beratung auch, wäre es vielleicht sinnvoll, sich nochmal zu verabreden zu einem Beratungsgespräch und eine sogenannte Beratungsreihe zu machen. Die geht meistens so, manchmal sind es so 5 Termine, manchmal sind es 10 Termine. In Ausnahmefällen auch so 18 Termine, weil wir natürlich immer auch gucken müssen, dass wir nicht therapeutisch arbeiten. Wir sind Beratungsstelle und arbeiten mit Beratung, und wir vermitteln oder beziehungsweise empfehlen dann auch, Therapie zu machen, wenn es zu tiefend ist. Und das ist uns auch wichtig, weil da müssen wir uns auch abgrenzen, weil das machen wir nicht. Wir machen keine Therapie. Ja. Genau, dafür ist es gut, auch immer mal wieder Abstände zu lassen. Nun ist es so, dass beim Thema Essstörung es keine Seltenheit ist, dass sich Klientinnen auch immer noch mal wieder melden. Und das ist ja auch völlig okay. Ja, ja.
guckt man eben weiter. Was ist denn jetzt der Beratungsbedarf? Mhm. Genau. Ja, ich finde, das zeigt auch ganz schön, auch wenn sich zum Beispiel jemand nach dann 2 Jahren nochmal meldet oder nach 5 Jahren wieder meldet, das zeigt auch einfach, dass es halt in bestimmten Phasen manchmal unterschiedliche Dinge sind, die der Betroffene gerade braucht. Und wenn es dann 5 Jahre später nochmal ein Gespräch ist, weil dieses Beratungsgespräch vor 5 Jahren vielleicht so ein einfach als schön oder als super Stütze empfunden wurde, dann melde ich mich nach 5 Jahren wieder und sage halt, hallo, ich war vor 5 Jahren schon mal bei euch, könnte ich mal wieder vorbeikommen oder könnte ich nochmal zu einer Beratung kommen? Genau. Das Tolle ist ja, dass wir auch Rückmeldungen kriegen, wenn Frauen sagen, hallo, ich melde mich mal wieder, weil mir geht's jetzt total gut. Ich war damals in der Beratung. Oder auch, wenn Frauen sagen, ich bin in einer Klinik auch gewesen und jetzt geht's nochmal drum, in den Alltag wieder einzusteigen, dass das gar nicht so einfach ist. Oder ich bin aus Hamburg weggezogen und bin jetzt im Ausland oder ich bin in einer anderen Stadt und suche jetzt da Unterstützung. Oder eine Schwester ruft an und sagt, hallo, und ich habe das Gefühl, meiner Schwester geht's nicht gut und was kann ich da tun? Und die lebt aber gar nicht in Hamburg oder so. Also so, das gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und was wir auch noch machen, ist also neben der Online-Beratung und der persönlichen Beratung mit so einem verabredeten Gespräch, ist eine offene Sprechzeit, die ist bei uns immer montags für 2 Stunden am Nachmittag, 15 bis 17 Uhr. Das ist manchmal auch total gut, weil es manchmal so ist, dass hier, wir sind ja hier mitten in einer Schanze, aber auch ganz versteckt. Das heißt, es steht ganz groß drauf, Fachzentrum für Essstörungen, sondern man geht wie in eine Art Wohnhaus und kann so ein bisschen anonymer hier auch reingehen. Ja, und es ist manchmal viel leichter zu sagen, oh, ich habe heute früher Schluss, ich glaube, ich gehe mal kurz in die offene Sprechzeit, weil jetzt habe ich den Mut, jetzt merke ich wieder, ich komme mit, ich bin angesprochen worden von meinen Kollegen vielleicht auch, Mensch, du hast abgenommen oder geht's dir nicht gut oder so. Und jetzt fasse ich den Mut und gehe mal in die spontane Beratung. Und da gibt's halt eine offene Sprechzeit, wo einfach alle kommen können und sagen, ich brauche jetzt mal kurz ein Gespräch. Voll gut. Und das mit den Räumlichkeiten kann ich auch nur bestätigen. Also wenn ich euch oder als ich euch besucht habe, da hat sich das auch angefühlt wie eine Freundin in der Wohnung besuchen. weil es einfach nicht es ist halt kein weißes, großes, steriles Gebäude mit einem fetten Schild dran, sondern es ist einfach, du klingelst in einem Haus, bei einem Haus und gehst da rein, so als würdest du jemanden besuchen. Genau, und das ist halt, wir haben halt eine gute Mischung zwischen, es ist nicht medizinisch, aber es ist trotzdem professionell Beratung. Absolut. Und es ist trotzdem freundlich so. Also genau, so, genau. Und es ist super zentral, das finde ich als Mitarbeiterin auch toll. Ja, die Erreichbarkeit ist ja für viele auch wichtig, dass man da jetzt nicht 3 Stunden hinfährt und 3 Stunden zurückfährt, sondern dass man auch mit Öffentlichen zum Beispiel gut hinkommt. Das ist auch auf jeden Fall von Vorteil, weil es wieder die Hürde wieder ein Stückchen niedrig hält. Mhm, genau. Also viele Faktoren machen ja diese Hürde, machen es einfach einfacher. Und je mehr das sind, desto einfacher ist es dann auch für die betroffene Person, denke ich, den Schritt dann wirklich zu gehen und zu entscheiden, ja, okay, ich setze mich jetzt in die Bahn und steige dort aus. Ja, genau. Und wenn die Frauen dann hier sitzen, also wir beraten ja überwiegend Frauen mit einer Essstörung, Männer können gerne in die offene Sprechzeit kommen oder auch in die Online-Beratung, aber bisher beraten wir betroffene Frauen, Angehörige und Fachkräfte. Und das ist schon so, dass die Frauen auch selber sagen, ich hatte totale Angst, hierher zu kommen, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Ja. Vielleicht werden sie gewogen oder so, das werden sie ja gar nicht. Und dann fließen auch erstmal Tränen, wir haben immer Taschentücher hier und ich weiß dann auch als Betroffene, okay, ich komme dann auch wieder zu der gleichen Beraterin. Und das ist halt auch toll, nicht immer so, also auch zu wissen, okay, mit wem rede ich da auch, und wir informieren halt auch sehr viel, aber gucken halt auch gleichzeitig, was braucht die Betroffene, die da jetzt sitzt, oder die Angehörige, was braucht die jetzt für Informationen, was möchte sie wissen, darf aber auch wiederkommen und erneute Fragen stellen, weil ganz oft ist es so, dass sie dann eine Mail schreiben hinterher, oh, ich habe noch was vergessen, und kann ich das noch fragen und so, genau. Ja, das glaube ich. Ja. Was denkst du denn, das fände ich jetzt mal interessant, was denkst du, ist
also jetzt durch die ganzen Jahre Erfahrung mit Betroffenen, was denkst du, ist denn so die größte Angst in einem Kopf oder in diesem Denkmuster oder Denksystem von Betroffenen einer Essstörung, die einen davon abhalten, in also die Beratungsstelle zu gehen? Also ich glaube, es sind, ich denke, das sind mehrere Gedanken. Also ich glaube, das eine ist, dass viele sagen, wenn ich mir Unterstützung hole, dann schreit meine essgestörte Stimme, nee, du bleibst schon hier. Also die Sorge, die Essstörung dann sofort loswerden zu müssen, weil jetzt habe ich mir ja Unterstützung geholt, ganz groß, und das ist ja ganz unbekannt, und eine Essstörung ist ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen ja auch was, was zumindest erstmal ein Lösungsversuch ist. Und wenn da nichts anderes da ist, dann ist es ja so schwierig, eine andere Lösung plötzlich umzusetzen. Das funktioniert ja nicht so schnell, da braucht man ja Unterstützung. Und der erste Schritt ist, glaube ich, mit einer großen Angst verbunden. Darf ich mir überhaupt Beratung suchen? Bin ich überhaupt krank genug? Was passiert da? Nimmt man mir das jetzt sofort weg? Was erwarten auch die anderen? Was erwartet auch meine Familie? Das ist ja häufig so, dass Familie auch sagt, Mensch, komm, jetzt wünschen wir uns aber, dass du schnell wieder gesund wirst. Und es geht manchmal nicht so schnell. Ich glaube, es ist eine hohe Ambivalenz, die Essstörung auch sich näher anzugucken und die auch als Krankheit überhaupt auch zu verstehen. Das ist auch ein Gedanke, den viele haben, dass sie sagen, ich will aber, ich habe echte Probleme damit, auch krank zu sein. Das will ich gar nicht. Ich will doch gut und gesund sein und funktionieren. Und das ist auch Arbeit, das einzusehen, eine Krankheitseinsicht zu haben. Und ich glaube auch, so ein bisschen das Gesicht zu verlieren oder dann weinen zu müssen, so ganz praktische Dinge. Oder nachher treffe ich da jemanden in so einer Beratungsstelle, die ich vielleicht kennen könnte oder so. Also was passiert da? Und ich glaube, das ist ja auch immer ein Schritt in Richtung Veränderung. Und Veränderung ist gar nicht so leicht manchmal. Das ist auch schwer, trotzdem man sich das wünscht. Und deswegen ist es gut, das auch zu besprechen. Und das ist das Tolle an Beratung, dass wir nämlich hier sitzen und genau das auch zum Thema machen. Was können die nächsten Schritte sein und welche vielleicht auch nicht? Und was macht es so schwer, die Schritte auch zu machen? Wir zwingen ja jetzt keine Frau sozusagen, sich Therapie zu suchen. Das macht sie ja selber. Ja. Wir können gucken, wie kann sie sich das leichter machen, zum Beispiel. Ich glaube, so eine Mischung ist es. Ja. Also es ist sehr viel, glaube ich auch. Und auch so dieses, viele sagen auch, oh, jetzt habe ich schon so viele Anläufe gemacht und jetzt sitze ich wieder in dieser Erkrankung drin. Und das ist mir auch so unangenehm. Oder auch Menschen, die einfach auch eine Bulimie haben und erbrechen und auch dieses Schamgefühl, sich auch zu zeigen und auch zu sagen, was sie in so einem Essanfall auch zu sich nehmen, das ist einfach auch mit einer großen Scham verbunden. Ja. Weil das ist ja auch das, was Essstörung ist, das nicht das geheim zu halten. So. Und das Hürde, sich mitzuteilen. Und die ist aber auch wichtig, die zu nehmen, damit man den Weg in die Gesundung auch nehmen kann. Ne? Ja, total. Also kann ich nur ja sagen. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, ich habe mich eben gerade, muss ich so ein bisschen daran zurückdenken, okay, wie habe ich mich denn eigentlich damals gefühlt, als ich zum ersten Mal an eine Beratungsstelle gegangen bin? Und das war damals, also es war in München, und ich weiß, also vielleicht kennst du das und kannst dazu auch nochmal was sagen. Ich weiß nämlich, und das war halt ziemlich tricky von mir unterbewusst, jetzt im Nachhinein gesehen, ich habe nämlich in dem Moment, wo ich in die Beratungsstelle reingegangen bin, habe ich mir gedacht, so, jetzt bin ich hier, ihr müsst mir jetzt helfen. Also ich habe die Verantwortung, ohne dass ich das jetzt bewusst wusste in dem Moment, doch ich habe unterbewusst die Verantwortung abgegeben, etwas zu tun oder ja, mich zu entwickeln oder mich damit zu beschäftigen, weil ich dann gesagt, also selber irgendwo gesagt habe, ich bin jetzt schon hierher gekommen, ich habe jetzt diesen großen Schritt gemacht und ich erzähle jetzt hier, was ich mache oder was in mir vorgeht oder wie mein Leben gerade gegen die Wand läuft gefühlt, und ihr müsst mir jetzt helfen.
Es ist ja einerseits wahrscheinlich auch eine große Entlastung, auch zu wissen, so super, mein Teil habe ich jetzt schon mal gemacht. Sicherheit, so war das mit Sicherheit. Ich glaube, da sprichst du wahrscheinlich ganz vielen auch aus der Seele, dass dieser Wunsch da ist, endlich auch Entlastung zu finden und nicht mehr so viel ackern zu müssen, weil eine Essstörung ist total anstrengend. Und das kann ich ja einerseits verstehen. Und gleichzeitig ist es so, dass das unsere Arbeit auch ist. Und zum Glück haben wir alle auch eine therapeutische Zusatzausbildung und wissen, wie das Thema Essstörung auch funktioniert. Dass es nämlich so wichtig ist, als Betroffene trotzdem die Verantwortung weiter zu sich zu nehmen und zu sagen, dass die Erkrankung, da bin ich als Entscheiderin mit drin, ob ich mich für oder gegen einen Essanfall zum Beispiel entscheide oder zu essen oder nicht zu essen. Und ich muss mir aber Hilfe holen, wie ich das schaffe, die Verantwortung wieder zu übernehmen. Ja. Mit Sicherheit, das ist wichtig, auch solche Gedanken auch aussprechen zu können. Also sowas, wie du jetzt gesagt hast, so, oh Mensch, und jetzt macht ihr mal. Das machen wir oft auch die Erfahrung, dass das viele auch hier ansprechen und sagen, so, jetzt bin ich schon mal hier und mein großer Wunsch ist jetzt, dass das und das passiert. Eingangsfrage ist auch so, was wünschen Sie sich denn von mir? Was ist denn so Ihr Anliegen heute? Und dann ist es auch so, dass sie auch sagen so, super, jetzt wird das alles anders und jetzt bin ich ja schon mal hier und so und jetzt geht das alles in seinen Lauf und sie nehmen mir was ab. Und unsere Aufgabe ist es dann immer wieder auch diese Hoffnung auch sozusagen wieder zurückzugeben, zu sagen, Mensch, wir trauen Ihnen total zu, dass Sie das selber können. Wie toll, dass Sie das auch selber entscheiden können, was Sie tun. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dass das einfach seinen Ursprung hat in der Erkrankung und in den Ursachen. Dass viele ja auch im Laufe des Lebens die Erfahrung gemacht haben, ich kriege eine gewisse Entlastung durch die Essstörung oder ich bin überfordert mit Dingen oder ich weiß gar nicht, was ich als nächstes entscheiden soll, darf, wie ich richtig bin, wie ich Dinge richtig auch entscheide, erwachsen werden, Frau sein und so weiter und so fort. Das sind ja alles Themen, wo die Essstörung ja auch eine Rolle spielt, also wo auch mit Hilfe der Essstörung Themen kompensiert werden. Ja. Wichtig, dass da auch dran zu bleiben, auch als Beraterin. Und auch wirklich auch die Wahrheit auch mitzunehmen und zu sagen, ah, alles klar, ist ja interessant, dass Sie das so wünschen. Diesen Wunsch kann ich Ihnen gar nicht erfüllen, aber den können Sie sich selber erfüllen. Und wie können Sie da hinkommen? Also das wieder zurückzugeben sozusagen. Ja. Und das ist ja auch, ne, einige wissen das auch und sagen, ja, Sie können mir ja eh nicht oder nur begrenzt helfen. Und dann sage ich auch, ja klar. Und wo geht's aber dann weiter und wie können Sie wieder sich selbst helfen? So, ich kann den Wunsch verstehen und gleichzeitig ist der aber ja nicht realistisch. Das muss man abprüfen. Genau. Wie siehst du das denn? Weil ich denke, es passiert schon recht oft und je jünger ein betroffenes Mädchen zum Beispiel auch ist, desto mehr versuchen wahrscheinlich auch Eltern einzugreifen. Aber wie siehst du das denn? Sollte der Impuls immer von einer betroffenen Person selbst kommen, loszugehen oder anzurufen oder eine Nachricht zu schreiben? Oder kann es auch genauso gut oder unterstützend sein, wenn Eltern sagen, so, wir gehen da jetzt hin und wir fahren da jetzt hin und ich habe einen Termin gemacht und deswegen machen wir das jetzt und ich möchte, dass wir da jetzt einfach gemeinsam diesen Termin wahrnehmen. Es ist sicherlich eine schwierige Frage, denke ich. Doch, wie siehst du das denn aus deiner Sicht? Oder wie hast du es vielleicht auch schon öfter erlebt? Ob da irgendwas hilfreicher ist oder nicht hilfreicher ist? Oder vielleicht sogar total, also überhaupt nicht förderlich? Kann ja auch sein. Ich glaube, man muss es unterscheiden. Ich glaube, bei einem essgestörten Mädchen oder Jungen, der einfach gesundheitlich schon sehr in großer Gefahr ist. Muss es manchmal von außen Impulse geben, wo von außen jemand kommt und sagt, Mensch, hier muss was passieren. Das sind Eltern manchmal, die sich auch Sorgen machen und sagen,
ich kann ja meine Tochter nicht zwingen, in eine Klinik zu gehen oder nicht zwingen, in eine Beratung zu gehen. Manchmal ist es aber auch ganz notwendig, klar zu sein und zu sagen, so geht's nicht. Ich möchte jetzt, dass wir zu einem Arzt gehen, der das Medizinische zum Beispiel überprüft, weil das die Betroffenen manchmal selber nicht gut einschätzen können. Die haben manchmal selber kein gutes Gefühl mehr für sich oder auch das Gefühl, ach, das geht doch schon noch oder so. Und gerade bei der Magersucht ist es ja so, wenn es dann auch um Untergewicht geht zum Beispiel, da ist es ja dann auch so, dass es die Körperschemastörung auch mit verursacht, dass man sich als viel zu rund sieht und aber realistisch ganz abgemagert ist. Und es ist wichtig zu unterscheiden, ab wann ist eine Lebensgefahr auch da und muss von außen auch eingeschritten werden, weil die Eltern haben auch die Gesundheitssorge, wenn das Kind minderjährig zum Beispiel ist. Und ab wann kann man aber auch die Entscheidung gemeinsam auch treffen? Mhm. So muss man es aber auch der Entscheidung der Betroffenen selbst überlassen. Ich glaube, das hat unterschiedliche Abstufungen. Ja. Bei uns ist es ja so, dass wir Frauen oder Betroffene ab 18 Jahren beraten, dass die Eltern sozusagen erstmal ja in zweiter Reihe sind. Die sind ja schon mal raus, weil die Betroffenen ist ja selber, ist ja volljährig sozusagen. Es ist aber häufig so, dass auch Mütter oder Eltern sich auch an uns wenden, auch Väter ganz oft in letzter Zeit, die sagen, Mensch, meine Tochter ist schon volljährig, 27 oder 30 oder so, studiert woanders und ich habe sie neulich gesehen und ich mache mir ganz dolle Sorgen. Da ist es ganz wichtig, das zum Thema zu machen und zu sagen, Mensch, ich finde, dass du Unterstützung brauchst und ich mache mir richtig Gedanken um dich und was machen wir denn jetzt damit? Aber es ist so, dass gerade ja auch von einer Essstörung Betroffene eine ganz große Angst vor Kontrollverlust haben. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, die auch mit in die Entscheidung, so gut es geht zumindest, mit einzubeziehen. Und auch zu sagen, okay, also das meiner Meinung nach wäre das jetzt so und so. Oder mein Wunsch wäre, dass du in eine Beratungsstelle vielleicht gehen könntest. Und dann kann es sein, dass die Betroffene vielleicht sagt so, ja, aber ich traue mich nicht. Und dann kann man aber gucken, okay, woran liegt es denn? Könntest du vielleicht eine Mail schreiben? Na gut, eine Mail würde gehen, aber ich will nicht persönlich dahin. So, und das können so kleine Schritte sein. Aber ich glaube, es ist gut, im Kontakt zu sein und auch klar zu sein, auch als Arbeitgeber zum Beispiel. Und auch zu sagen, ich finde, ich brauche einen Attest von einem Arzt, weil ich finde, dass sie nicht arbeitsfähig sind. Mhm. Das ist ja auch schwierig für eine Betroffene zum Beispiel. Gibt ja ganz viel Halt, einen Job oder ein Studium oder so. Aber wir machen oft die Erfahrung, dass die Betroffenen hier sitzen und sagen, naja, es hat aber ja auch niemand mich drauf angesprochen. Und dann dachte ich, das geht doch schon noch. Oder ich will ja niemandem zur Last fallen. Oder ich möchte ja niemandem Sorgen bereiten. Aber es ist, ich glaube, man muss es unterscheiden, Kira. Ich glaube, dass es Fälle gibt, wo es ganz wichtig ist, dass man was tut und das so schnell wie möglich und auch sagt, so, also wenn du jetzt auf der Straße liegen würdest und hättest einen Unfall, dann würde ich auch einen Krankenwagen rufen. Natürlich, ja. Und es ist eine Erkrankung, da kann man sich so schlecht selber heilen. Und dann gibt es aber wieder Frauen, die sozusagen auch Zeit brauchen, sich in die Beratungsstelle zum Beispiel zu begeben. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen mit Zeit mehr arbeiten. Das kommt immer auf den Gesundheitszustand drauf an. Und auch auf den seelischen Zustand. Ne? Also wie zweifelt ist die Frau auch? Gibt es Depressionen, suizidale Gedanken und so weiter? Mhm. Also das geht ja dann noch weiter, das Thema. Das muss man unterscheiden. Und das ist auch witzigerweise oder interessanterweise ist das oft ein Thema hier. Wenn Eltern kommen oder Lehrer oder WG-Partnerinnen und so, die sagen, wann können wir denn eingreifen oder wie können wir eingreifen? Ja. Das ist eine Frage an Beratungsstellen. Mhm. Ja, auch total wichtig, dass du das sagst, weil ich denke, dass es ganz viele Menschen gibt, die in irgendeiner, selbst wenn sie nicht selbst betroffen sind, aber dass sie in irgendeiner Berührung mit dem Thema Essstörung durch Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, wie auch immer, dass da ganz viele mit in Berührung kommen und da Fragen haben und dann oftmals auch nicht so genau wissen, okay, was mache ich jetzt? Gucke ich jetzt zu oder was kann ich hier tun? Kann ich hier was tun? Ich glaube, das sind ganz, ganz viele, die sich diese Fragen stellen. Also deswegen fand ich es auch wichtig, dass du das gerade noch erwähnt hast, dass auch die andere, also dass auch die sich an euch wenden können und da einfach mal diese Frage rauslassen können, um auch da mit jemandem zu sprechen.
Ja, und als Angehörige, da ist man einfach auch manchmal sehr hilflos, weil man merkt irgendwie, ich würde so gerne was tun und die Betroffene braucht aber. Und dann, ja, habe ich einen Termin gemacht, den doch wieder abgesagt und so. Also das braucht manchmal mehrere Anläufe. Man braucht häufig einen langen Atem, wenn es um das Thema Essstörung geht, weil das manchmal einfach auch ein längerer Prozess ist. Und da braucht man auch einen Atem als Angehörige. Wir haben hier auch ja für Angehörigen ganz viele Angebote auch, sei es ein Angehörigen-Workshop, aber auch, wir haben auch ein tolles Angebot, Surf and Scout heißt das. Das machen zwei Kolleginnen von mir. Das ist toll. Da kann sich zum Beispiel eine Betroffene, die hier in Beratung ist und sagt, hallo, ich brauche irgendwie Unterstützung. Und ich würde mir aber auch von meinem Umfeld Unterstützung wünschen. Haben wir ein ganz tolles Programm mit der Elisabeth Rau von Bad Staffelstein, Klinik Bad Staffelstein, erarbeitet, oder die hat uns das sozusagen, hat uns da fortgebildet, das heißt Surf and Scout. Da geht es darum, dass eine Betroffene in die Beratung kommt und sich Angehörige, also Menschen in ihrem Umfeld, die ihr gut tun, wünschen darf, die sie begleiten. Und diese Angehörigen werden dann in einem Seminar von uns, in einem Workshop geschult und werden auch weiterhin begleitet, sodass es sozusagen ein Unterstützersystem gibt, wo man gemeinsam arbeitet. Im eigenen Umfeld, ne? Richtig, genau. Und das kann vielleicht für die eine die Nachbarin sein, für die andere kann das die Schwester sein oder der Partner oder die Eltern oder auch nicht die Eltern, also total unterschiedlich so. Aber der Impuls, das Entscheiden, wen wünsche ich mir, die näher an mich ranrückt und mich unterstützen darf, das macht die Betroffene selber und die der Mensch, der unterstützt sozusagen, der guckt auch, und was könnte ich tun und wo ist aber auch meine Grenze. Das erfahren die dann auch in diesem Workshop. Ja, das ist echt richtig cool. Also das ist echt richtig toll. Ja, also wir versuchen auch immer so zu gucken, wo sind die Bedarfe und was braucht es auch neu und dass wir auch gucken, was erreicht auch die Betroffenen und so. Und die versuchen ja auch ganz viel. Also es gibt so viele, die sagen so, oh Mensch, ich habe schon so viel probiert und irgendwie gibt es dann immer noch Momente, wo es mir schwerfällt. Und da ist es so wichtig zu sagen, und es ist immer wieder wichtig, sich dann auch ein Gespräch zu suchen. Ne? Ja, ja. Und auch egal wann oder wie lange das her ist oder was auch immer. Ja. Es gibt halt kein, es kann halt immer mal wieder irgendwas im Leben passieren oder es verändert sich was oder es ist ein Gedanke, der einen nicht loslässt. Es kann ja immer was sein. Und da so aufmerksam mit sich zu sein, finde ich auch sehr, sehr wichtig, auch aufs ganze Leben gesehen, dass man sich da immer wieder erlaubt, sich das zu nehmen oder das zu suchen, was ich jetzt gerade in diesem Moment brauche. Ja, und das ist manchmal gar nicht so einfach, das von sich aus alleine zu schaffen, weil man selber halt dann vielleicht auch in Gedankengängen drin ist, die es so schwer machen, so einen Blick von außen zuzulassen. Es ist wirklich gut, das wirklich auch mit jemandem zusammen zu besprechen und zu gucken, okay, und was habe ich schon gelernt, was kann ich wieder anwenden, wo sind meine Ressourcen, weil es gibt ja noch ganz viele gesunde Anteile, bei den einen manchmal sichtbarer, bei den anderen manchmal unsichtbarer. Und da ist es wichtig zu gucken, okay, wie komme ich wieder an diese Teile ran, damit ich wieder handlungsfähig werde und mich wieder neu auf den Weg begebe, weil viele haben ja auch gute Erfahrungen da schon mitgemacht, dass sie sich vielleicht auch eine Zeit von verabschiedet haben. So, ne? Und es gibt, wie du auch sagst, gibt immer wieder Krisen im Leben, wo man emotional so durchgeschüttelt ist, dass sich das Symptom immer mal wieder meldet. Das ist von vielen so, die sagen, ach Mensch, ich habe es eigentlich auch schon geschafft. Aber irgendwie ist die Essstörung als Gedanke zumindest manchmal immer noch da. Aber ich weiß dann, was ich tun muss. Ich muss mir dann Unterstützung holen und ich muss das Symptom nicht ausleben. Aber es erinnert mich dran, dass ich das mal genutzt habe, sozusagen. Ja, absolut. Ich habe, also während du eben auch erzählt hast, ist mir noch in den Sinn gekommen, dass, und ich glaube, die Frage wurde mir sogar schon mal irgendwann gestellt, wie quasi der Übergang ist von Beratungsstelle in Möglichkeiten von Therapieverfahren mit Verhaltenstherapeuten oder Psychologen. Ist da eine enge Zusammenarbeit? Findet da eine
Vermittlung statt oder wie findet dieser Übergang statt, wenn der erwünscht ist oder wenn er sogar notwendig ist? Wie funktioniert das? Also es ist schon so, dass wir gut vernetzt sind. Wir sind da bundesweit vernetzt durch den Bundesverband Essstörungen und wissen, welche Einrichtung arbeitet vielleicht auch mit Therapeutinnen zum Beispiel im Raum München zusammen. Und dann würde ich es zum Beispiel auch immer an eine andere Beratungsstelle dann da vermitteln, weil die immer vor Ort auch wissen, aha, wo gibt es hier entsprechende Stellen, auch von Ernährungsberaterinnen und so. Da haben die ja viel besser im Blick, wer hat vielleicht auch gerade freie Kapazitäten oder so. Und klar, natürlich immer an eine Beratungsstelle auch anbinden, weiterleiten. So, wenn es hier um Hamburg geht, dann ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, ich suche eine Klinik zum Thema Essstörung, dass ich sie darüber informiere, was es für Kliniken vielleicht auch gibt. Ich versuche mit ihr zusammen rauszufinden, welche Klinik vielleicht sie bevorzugen würde und würde dann ein paar Adressen ihr zur Verfügung stellen, also auch Broschüre mitgeben, wo sie mal anfängt zu gucken, welche Klinik würde vielleicht für mich in Frage kommen. Wie sind die Wartezeiten oder wie sind die Aufnahmebedingungen und so weiter, dass sie das sozusagen selber dann auch wieder recherchiert. Also ich gucke schon, okay, hier gebe ich die Adressen und hier können sie weitergehen und können das und das recherchieren. Welche Fragen, welche Ängste, welche Befürchtungen gibt es, das kläre ich mit ihr in der Beratung und dann würde ich mich zum Beispiel auch wieder mit ihr treffen. Und dann kann ich mit ihr besprechen, und haben Sie denn angerufen? Nee, habe ich nicht. Okay, woran lag es denn? Oder was war denn so schwierig und so weiter? Nee, ich dachte, es geht schon wieder und so. Aber jetzt denke ich schon wieder, nee, es muss Klinik sein oder wie auch immer. Ne? Ja. Oder die haben so lange Wartezeiten und so weiter und so fort. Und da, ich bespreche das dann immer wieder. Das ist das Tolle an so einer Beratungsreihe, dass ich immer wieder auch, dass die immer wieder losgehen können mit sich selbst gesuchten Herausforderungen auch oder Aufgaben an den nächsten Schritten. Und dann kommen sie wieder und gucken, hat es für mich funktioniert und wo habe ich noch offene Fragen? Können wir das hier in der Beratung klären? Oder muss ich das dann da vor Ort in der Therapie auch klären oder so? Was so Ärzte betrifft, da ist es auch so, dass es immer ja wichtig, auch ein medizinisches Netz zu haben, in das man auch aufgefangen wird oder ist. Und da haben wir auch Adressen. Wir haben Adressen von Ernährungsberaterin, von Ärztin. Wir haben auch Adressen von Therapeutin, wo wir schon auch sagen, da können Sie weiter fragen, ob die freie Kapazitäten haben. Das heißt, wir haben so ein Adressspektrum. Wenn es um Klinik geht, haben wir da auch nochmal Kontakte, wo wir auch vielleicht über kurze Wege nochmal klären können. Kann ich vielleicht vor Ort nochmal klären, wie schnell sind die Aufnahmemodalitäten oder so. Ich kann manchmal auch was schreiben, wenn ich finde, dass eine Frau das toll macht und es eine gute Entscheidung wäre, in die Klinik zu gehen, dass ich vielleicht für die Rentenversicherung oder für die Krankenkasse auch ein Schreiben mit aufsetze. So, aber das ist sozusagen auch sehr niedrigschwellig. Ich würde jetzt keinen riesen Bericht schreiben oder so, aber schon, dass ich das befürworte. Ja, ja. Und so. Oder ich weiß einfach durch den Fachausschuss, den wir ja hier auch haben, wüsste ich auch, ah, okay, und da ist jetzt eine Gruppe oder da findet zum Beispiel die Kollegin hier von Smutio, die haben gerade auch eine Elterngruppe, dann weiß ich, Mensch, die Frau sucht hier sucht Kontakt zu anderen Eltern, dann kann ich sagen, ah, ich habe gestern gerade gehört, irgendwie, die haben noch freie Kapazitäten, melden Sie sich da, dann gebe ich die Adresse weiter, so. Ja, ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein Netz im Hintergrund, das da auch als Unterstützung dann verwendet werden kann oder mit eingebracht werden kann in die weitere Begleitung bis hin zum eventuell Therapieplatz oder Klinikaufenthalt. Mhm. Ja, und Kira, manchmal sind es ja auch ganz andere Themen. Ne? Manchmal ist es auch so, dass eine Frau sagt, ich bin von Gewalt bedroht oder so, oder ich habe einen Missbrauch oder eine Vergewaltigung erlebt oder so. Dann geht es auch nochmal darum, Kollegen mit einzubinden, beziehungsweise auch zu sagen, Mensch, ich kenne eine gute Beratungsstelle zum Thema sexuellen Missbrauch. Mhm. Und so, oder wenn es um das Thema Schwangerschaft auch geht, ne? Zu wissen, Mensch, hier um die Ecke gibt es ein Fachzentrum, die arbeiten damit, da haben wir gute Kontakte und Erfahrungen auch damit. Die haben auch Erfahrungen mit dem Thema
Thema Essstörung. Mhm. Also auch zu gucken, was ist noch in dem Leben der Betroffenen so los? Wo brauchen die noch Unterstützung? Weil, und das ist wichtig, das auch mit im Blick zu behalten und da auch wieder zu sagen, und da ist es gut, oder wenn Kinder auch mit im Spiel sind oder so, auch zu gucken, Mensch, haben sie Kontakte zu einer Erziehungsberatungsstelle oder so. Also da auch Mut zu machen, sich noch mehr ein größeres Netz und noch mehr das Hilfesystem auch zu nutzen. Ja, ja. Und ich glaube, dass es auch vielen, ich glaube, dass es bei vielen manchmal, also dass da schon manchmal eine Blockade da ist in diesem Unterstützung holen, also sich Unterstützung nehmen. Oder ja, dass man sich diese Unterstützung auch selbst erlaubt, ist, glaube ich, auch oftmals so ein, ja, eine ganz große Blockade, die natürlich selbst erschaffen ist. Denn alles andere wird, wie du das beschreibst, ja schon so einfach und auch breit und vielseitig wie möglich gestaltet. Und oftmals ist es, glaube ich, dann diese Blockade, die es einem so schwer macht, dann wirklich loszugehen oder loszufahren oder etwas zu tun oder eine Nachricht zu schreiben, weil dieses sich Unterstützung holen oder Hilfe annehmen, dass das dann so ein ganz großer Baustein ist oder so ein Felsen ist, der da noch im Weg steht, gefühlt. Ja, und ich glaube, das hat ganz viel auch mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ich glaube, ja, dass Thema Essstörung, so kenne ich das ganz viel bei den Betroffenen, die dann auch manchmal nicht den sich das nicht wert sind, dass sie unterstützt werden dürfen, dass sie sich Hilfe suchen dürfen. Das ist oftmals eine ganz große Hürde, weil sie immer ja das Gefühl haben oder viele das Gefühl haben, ich bin es nicht wert und ich muss das alles selber hinkriegen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, da immer wieder zu transportieren. Es geht ganz viel um das Selbstwertgefühl und dass sie sich Hilfe suchen dürfen, dass es sogar notwendig ist, weil nur sie können es selber machen. Also es kann sie niemand zwingen sozusagen, sondern sie müssen den Mut haben, es auszuprobieren. Das ist oft was so eine Eintrittskarte sein kann, mutig zu bleiben, es auszuprobieren und zu gucken, wie es sich anfühlt. Oftmals ist es viel, viel toller, als man sich das vielleicht dann vorgestellt hat oder es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Aber das sich zu trauen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Trotzdem es heißt, oh Mensch, oder in einem selber so ein Krieg tobt, die gute Stimme und die schlechte Stimme, ne? Mhm. Die dann sagt so, nee, ich darf, nee, du darfst nicht oder so, dieses Hin und Her, dass da wirklich eine Dritte vielleicht auch sagt so, weißt du was? Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Wir gehen jetzt mal los und dann gucken wir mal. Wir uns das mal an. Wenn wir es blöd finden, dann ist es eben so. Aber dann haben wir es wenigstens ausprobiert. So. Mhm. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Ja, das denke ich auch. Auch so diese, also ich sage auch manchmal, dass ich zum Beispiel im Nachhinein super dankbar dafür bin, dass ich vom Wesen her so neugierig bin. Ich habe das ganz lange als so eine Art Schwäche gesehen, so neugierig zu sein und ständig irgendwo nachzubohren oder Leute irgendwie auszufragen. Doch heute sehe ich das als ganz, also bin ich wirklich super dankbar dafür, dass ich so neugierig bin und dann auch war, weil mir das, was du gerade beschrieben hast, hat es mir ermöglicht, auch loszugehen, weil ich dann irgendwann auch auf mich selbst neugierig geworden bin. Und ich wollte dann wissen, was ist das? Was ist hier mit mir los? Was bedeutet das? Was steckt dahinter? Warum mache ich das? Warum kann ich nicht aufhören? So wie mit anderen Sachen auch. Mhm. Und das war bei mir damals dann irgendwann so, dass ich das plötzlich, auch das plötzlich neugierig, also dass ich das plötzlich, ja, wie spannend fand und dann neugierig geworden bin und dann mehr darüber wissen wollte. Ja, genau. Und der Anspruch an sich selbst, der ist meistens ja so hoch, dass das stößt ja auch an das so, nee, und ich darf mir keine Hilfe auch suchen oder so. Und der Anspruch ist so wahnsinnig hoch. Und ich mache häufig auch die Frage, dass ich sage, wenn Ihnen eine Frau gegenüber sitzen würde, die Ihnen genau das erzählen würde, was Sie mir jetzt hier erzählen, würden Sie sagen, nee, bleib mal zu Hause, du brauchst keine Unterstützung.
Und damit kommen sie ganz schnell an den Punkt, so, nee, stimmt, für jemand anders könnte ich das gut sagen, aber für mich selber stimmt es nicht. Ja. Und dann sind wir wieder beim Selbstwertgefühl. Und dann sind wir auch bei ganz vielen anderen tiefen Themen, die man wirklich auch in der Therapie gut besprechen darf, wo man auch üben muss, sich neu aufzustellen, sich neu zu orientieren und zu gucken, was will ich eigentlich? Was wurde mir vorgelebt? Was ist von mir erwartet worden? Wie habe ich das für mich in meinem Denksystem mir so zurechtgelegt? Und was stimmt für mich nicht mehr? Warum bin ich eigentlich krank geworden? Was sind meine Baustellen? Und wie will ich das anders machen? Dauert eine Zeit und da muss man erstmal ein Gefühl dafür kriegen und das muss man üben, das geht ja nicht so schnell. Nee, das ist ein Prozess. Ja, genau. Mal länger, mal kürzer, das kann man oft nicht sagen. Aber wichtig ist, je früher, das ist zumindest unsere Erfahrung, je früher, deswegen ist es so wichtig, sich in Beratung auch zu begeben, je früher man sich ins Hilfesystem begibt, je früher Frauen oder auch Mädchen oder auch Jungs sagen, ich brauche Hilfe, und je früher erkennen, dass sie eine Erkrankung haben, desto besser sind auch die Heilungsprognosen. Weil man kann sich ja vorstellen, wenn eine Erkrankung einfach schon ganz lange auch da ist und schon chronifiziert ist, ist es auch wiederum, dauert es auch relativ lang, Strukturen wieder aufzubrechen. Deswegen ist es so wichtig, so früh wie möglich sich eine Rückmeldung zu holen. Ist es schon eine Erkrankung? Ist es anfänglich ein essgestörtes Verhalten? Wo spielt meine Seele eine Rolle? Und was kann ich mir vielleicht noch für Unterstützung holen? Das ist wichtig, das so früh wie möglich zu tun, weil viele warten leider sehr, 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 sehr lang. Ja, das stimmt. Deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass wir jetzt heute so laut und offen und ehrlich über das ganze Thema gesprochen haben, um wirklich auch Betroffenen, Angehörigen und allen, die irgendwo in Berührung mit Essstörung und dem Thema stehen, um denen zu zeigen und auch das Gefühl zu geben, dass das, na klar, es ist nicht schön und es wird auch keinem gewünscht, auch wenn es da ist, dann gibt es da Mittel und Möglichkeiten und Anlaufstellen und Menschen, die für dich da sein möchten und die dich dabei unterstützen möchten. Und du musst es auf gar keinen Fall irgendwie alleine schaffen oder du musst es auch nicht aushalten. Du musst dich nicht verstecken. Du bist deswegen nicht anders oder schlecht oder falsch, sondern es gibt da Anlaufstellen und Menschen, die da für dich da sein können und dir auch Werkzeuge auf den Weg mitgeben können. Ja, und das ist was ganz Wichtiges, was du auch sagst. Wir haben zum Beispiel auch, um mehr einzuladen und das mehr dass Essstörung und dieses, ich suche mir Hilfe und wie suchen andere sich Hilfe, bin ich eigentlich die Einzige, die mit dem Thema unterwegs bin, sowas auch nochmal öffentlich zu machen, haben wir ja unsere Mediathek, wo wir auch Podcasts eingesprochen haben beziehungsweise die einsprechen lassen. Wir haben sowohl Betroffene als auch Angehörige interviewt hier. Ich habe die interviewt in einem Einzelgespräch und habe das aufgenommen. Prominente haben das dann eingesprochen, damit die Betroffenen auch geschützt sind, die davon erzählen, wie schwierig das ist und was für Hürden das auch hat, sich Unterstützung zu holen. Und wie gut das dann aber auch getan hat und was das für Themen auch sind. Und da kann man mal so hören und sagen, alles klar, so ging es anderen auch, ich darf das vielleicht auch. Oder ich gebe mal so einen Podcast weiter oder guck mal, was die da auf ihrer Seite haben, mit wem die vernetzt sind. Ach Mensch, die Kira, die hat hier die Podcasts und da sind noch andere Betroffene. So vernetzt man sich und dann kriegt das immer mehr ein Gesicht und ein Gefühl dafür, Mensch, das Thema ist so präsent, ist es ja sowieso. Aber dieses Thema Beratung und andere holen sich auch Unterstützung. Da kann man gerne mal in die Mediathek gucken und da einfach mal ein paar Podcasts sich anhören. Das tut, glaube ich, ganz gut, um so einen kleinen Motivationsschub auch zu kriegen. Mhm, auf jeden Fall. Ich verlinke sowieso alles auch in den Shownotes, auch an Adressen und Links und von euch, von der Seite, von der Mediathek, das verlinke ich alles, sodass es auch so einfach wie möglich ist, dort direkt hinzugelangen, um einfach per einem Klick auf die Seite zu kommen. Ja. Und ich will dich noch gerne so abschließen. Ja. Würde ich dich gerne noch fragen,
oder dich bitten, wenn dir da irgendwas einfällt, einen kleinen persönlichen Impuls oder vielleicht ist es auch wie so eine kleine persönliche Botschaft, die du mit deiner Arbeit oder auch du als Mensch, als Persönlichkeit mit allem, was du tust und was dich ausmacht, was du den Hörerinnen und Hörern jetzt vielleicht noch so als kleinen Impuls mitgeben möchtest, ganz egal, was das ist. Ich glaube, ich würde sagen, bleib mutig und trau dich. Trau dich, dir das genau anzugucken. Und Gedanken sind Gedanken, das ist das eine. Die machen auch, produzieren ganz viel Angst. Und ich glaube, das ist manchmal mit mehr Mut oder auch Aufwand und auch viel Aufregung verbunden, ins Hilfesystem zu gehen. Und es lohnt sich aber. Ich mache die Arbeit schon sehr lange und ich kenne ganz, ganz viele Frauen und auch ganz viele Eltern, die sagen, es hat total gut getan. Meine Tochter ist gesund geworden oder ich bin selber gesund geworden. Dass sie, das macht Mut, das macht, finde ich, schön als Beraterin auch zu hören. Und ich denke immer, es ist möglich und man muss den ersten Schritt machen. Und der fühlt sich manchmal schwer an, aber es geht. Ja, und es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, ja. Auf jeden Fall. Ach, Shirley, ich danke dir. Ich fand es wirklich unheimlich wertvoll. Also ich fand es wirklich sowas von wichtig und wertvoll, was du auch erzählt hast, was du über Beratungsstellen an sich erzählt hast, über konkret euch in Hamburg, über die Vielfalt an Möglichkeiten, die dort geboten werden. Und also ich glaube, dass diese Folge ganz vielen in der Hinsicht auch einfach schon so eine Portion Mut und Motivation mitgeben wird, da egal in welche Richtung für sich loszugehen, weil es sich tatsächlich lohnt, da auch weiterzugehen. Ja, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, dir zu erzählen. Das ist ja auch immer, ist auch schön, nochmal zu gucken, aha, wie gibt es nochmal ein anderes Medium, um das zu transportieren, was es einfach auch für Möglichkeiten gibt und das nochmal ein bisschen handhabbarer zu machen, was Beratung überhaupt heißt. Ich hoffe, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ermutigung, Inspiration, Bereicherung für deinen nächsten Schritt. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du dich natürlich jederzeit an Kira wenden, an mich wenden, direkt an Vage e.V. wenden, an eine Beratungsstelle in deiner Nähe oder du schreibst uns einfach, wenn du noch irgendwelche Fragen hast zu dem Thema oder zu dem, was du machen kannst. Wir sind da auf jeden Fall gerne für dich da und auch erreichbar. Ein Hoch auf dich und bis morgen zu einem neuen Artikel. Deine Kira.